Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Info-Video. Heute möchte ich drei Sachen mit euch durchgehen. Einmal einen Skin, den ich im Store gefunden habe, der leider nur noch heute erhältlich ist, der bis jetzt aber geilste Skin, den ich überhaupt im Spiel gesehen habe. Als zweites möchte ich mal ein paar Infos zu einer eventuellen neuen Map oder beziehungsweise Hinweisen im Spiel, dass es bald eine neue Map geben könnte, zeigen. Ist auch sehr, sehr interessant. Das ist der zweite Teil vom Video. Und als drittes möchte ich euch mal kurz ein paar Infos raushauen für die, die das noch nicht gehört haben, was sich in Season 2 an der Map alles ändern soll optisch. Alle Infos im Detail nach dem Intro, bis gleich. Where's my money, bitch? Stoppen wir direkt mit dem Skin, um den es heute gehen soll. Und zwar ist das direkt hier der Spitfire-Skin. Die meisten unter euch, die mich kennen, wissen, dass die Spitfire meine Lieblingswaffe ist. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich mir diesen Skin zulege. Hatte ich eigentlich nicht vor, denn in Season 2, wer ein paar Videos von mir so ein bisschen verfolgt hat, der hat mitbekommen, dass es ab Season 2 einen legendären Skin für die Spitfire gibt. Den blende ich euch hier auch nochmal ein. Dass es da, wie gesagt, einen neuen Skin geben wird, der absolut mega aussieht. Und deswegen habe ich mir eigentlich vorgenommen, diesen Skin mir nicht zuzulegen. Ich finde ihn aber so geil. Und wie es ausschaut, gibt es den Season 2 Skin auch im Battle Pass. Ab Stufe 50 könnte ich mir vorstellen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es ein Skin ist, der aus einem Pack gezogen werden könnte. Aber scheinbar ist es so, dass man den Battle Pass erst ein bisschen grinden muss, bis man diesen Skin kriegt. So lange möchte ich aber nicht warten. Ich habe einfach Bock auf diesen Skin hier. Den wollte ich euch einfach mal zeigen. Wenn ihr das Video heute zum Samstag schaut, habt ihr heute noch Zeit, euch diesen Skin zuzulegen. Ihr seht hier einen Counter, wenn der abgelaufen ist, ist der Skin raus aus dem Store. Es könnte sein, dass der in ein paar Wochen vielleicht oder ein paar Monaten mal wieder erhältlich sein wird. Weiß ich aber nicht hundertprozentig. Es könnte aber sein, dass er jetzt einmalig noch im Store ist, weil ihr seht hier von Season 1 das Logo. Also könnte es natürlich auch sein, dass der Skin dann rausfliegt. Also wer den haben will, solltet ihr euch beeilen. 1800 Ingame-Währung kostet dieser Skin. Solltet ihr euch übrigens wünschen, dass ich öfter mal so ein Update-Video aus dem Store mache, würde ich mich natürlich dazu bereit erklären. Das würde ich aber nur mal machen, wenn sich in dem Video das Feedback so findet, dass ihr sagt, hier, das finde ich cool, zeig von mir aus wöchentlich, was sich in dem Store ändert, was es für Skins gibt, würde ich mich sehr gerne dazu bereit erklären, wenn das Feedback dementsprechend da ist. Heute habe ich das wirklich nur gemacht, weil ich einfach diesen Skin für die Spitfire absolut mega geil finde. Kommen wir nun zu den Hinweisen auf eine neue Karte. Ich fand es sehr, also ich musste erst mal lachen, als ich mitbekommen habe, wie die überhaupt auf diese Map oder auf diese Infos aufmerksam geworden sind. Ich dachte mir, wie viele Medikamente muss man sehen, um so viel Fantasie zu haben. Aber mit Season 1 kam auf der Prowler, wie ihr hier seht, ich mache das jetzt mal ein bisschen größer, seht ihr hier den Prowler-Mod, den ich übrigens mega hässlich fand. Jemand hat aber irgendwie so viel Fantasie gehabt und hat da eine Karte drauf erkannt. Und gleichzeitig hat sich dann noch jemand, vielleicht sogar dieselbe Person, die Mühe gemacht und hat das mal so ein bisschen auseinandergefaltet. Und als fertige Karte kam das hier raus. Also das ist nicht nur viel Fantasie, es ist, ich finde, sehr, sehr deutlich zu sehen, dass das scheinbar wirklich eine Karte ist. Finde ich sehr, sehr kreativ, wer sich da so einen Kopf gemacht hat, was ist auf der Karte alles zu sehen. Einmal hier der Kings Canyon, der sich hier befindet. Hier sieht man auch verschiedene Monster, wie die großen Leviathane zum Beispiel, die sich aktuell auch auf der Karte weiter bewegt haben, wenn es noch nicht aufgefallen ist. Die Leviathane sind auch in Zukunft übrigens für die Änderungen in Season 2 auf der Map verantwortlich. Wie das genau passiert, erkläre ich euch auch gleich. Aber so viel kann ich schon mal verraten. Die Leviathane sollen sich wohl auf der Karte breit machen und für ein bisschen Zerstörung sorgen. Was man hier zum Beispiel sieht, hier ist nämlich so ein Leviathan schon auf der Landmasse zu sehen. Was sehen wir noch? Und das ist nämlich der Hinweis auf eine neue Map. Man soll übrigens angeblich schon seit ein paar Tagen oder Wochen im Hintergrund ein bisschen mehr Landmasse sehen, was mir selber noch nicht aufgefallen ist. Ich habe noch nicht drauf geachtet, deswegen war das jetzt nur ein Gerücht von mir. Aber achtet mal drauf, vielleicht seht ihr es ja selber. Hat mir zumindest ein Kumpel erzählt, dass er da im Hintergrund schon was gesehen hat, dass man da ein bisschen mehr Land sieht. So, was sieht man noch? Also ihr seht ja erst einmal in dieser Historie drei verschiedene Monster. Die Leviathane, die wir hier auf der Karte an verschiedenen Punkten sehen. Die Prowler, das ist so eine Art tigerartiges Monster, deswegen wahrscheinlich auch
dieser Skin mit dieser Karte, Navigator sagt ja eigentlich auch so ein bisschen der Name, hier auf der Prowler zu sehen. Die Prowler, wie gesagt, tigerartige Monster. Das kann übrigens sein, und das wurde nämlich in den Quellcodes schon entdeckt, dass es in Zukunft Herausforderungen geben soll, wo man verschiedene Monster oder ein Monster bekämpfen soll. Also irgendein, ich habe es jetzt wortwörtlich leider nicht mehr so im Kopf, aber es soll wohl wortwörtlich sowas wie Defeat oder bekämpfe das Monster, irgend sowas, so heißt das wohl. Es soll wohl eine Herausforderung eventuell sein. Könnt ihr mir vorstellen, dass es das wahrscheinlich so ein Prowler ist, so ein Tiger quasi, der hier irgendwie über die Lande streift. Man sieht hier zum Beispiel auch so ein Prowler. Und hier oben auch nochmal. Wie gesagt, man sieht hier deutlich abgetrennt vom Kings Canyon in eine neue Map. Deswegen könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass das stimmt und im Laufe des Jahres vielleicht sogar noch eine neue Map kommt. Denn es gibt ja auch andere Battle Royale Spiele, wie zum Beispiel Fortnite, wo es mittlerweile auch neue Maps wohl geben soll. Was sehen wir noch? Hier sehen wir die Flyer. Das sind halt die Drachen, von denen ich gesprochen habe, wo ich auch schon ein Video zu gemacht habe. Und es wurde ja jetzt auch mit Season 2 bestätigt, dass auch Drachen ins Spiel kommen. Deswegen bin ich hier mal gespannt, inwieweit das stimmt oder vielleicht sogar bei bestätigt wird, würde ich mich sehr darüber freuen. Auf jeden Fall mal eine neue Map, ein bisschen Abwechslung, habe ich voll Bock drauf. Das war es soweit jetzt von der Prowler. Ich finde es wie gesagt mega krass, wie jemand so viel Fantasie hatte, das da rauszusehen. Finde ich sehr, sehr cool. Kommen wir jetzt zu den Änderungen map-technisch oder optisch, die in Season 2 kommen sollen. Ich möchte euch jetzt anhand dieser Karte mal zeigen, was ich an der Map allgemein ändern. Es ist jetzt bis jetzt noch nicht viel bekannt, was ich ändern soll, aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, ihr seht nämlich jetzt hier gerade die Hotzone, der Repulsorturm. Der Repulsorturm ist nämlich ausschlaggebend dafür, warum überhaupt Monster es in den Kings Canyon schaffen sollen. Der Repulsorturm ist so eine Art Antenne, die ein Störsignal wohl die ganze Zeit aussendet, was die Monster von der Karte wohl fernhält. Der Repulsorturm soll Anfang Season 2 zerstört sein oder werden. Falls das stimmt, würde ich das geil finden, wenn die mit so einer Art Action-Sequenz die Season 2 starten und zeigen, wie der Repulsorturm von mir aus irgendwie zerstört wird. Wie ihr sicherlich festgestellt habt, haben die Leviathane sich ja schon ein Stück weit der Karte genähert und ihre Position geändert. Und die Leviathane sollen dafür verantwortlich sein, dass überhaupt erstmal ein bisschen Action auf der Karte sein soll. Denn die Brücke soll wohl zerstört werden und es soll dieser Bereich hier soll wohl überflutet werden. Inwieweit sich die Überflutung hier diesen ganzen Fluss durchzieht, das ist bis jetzt noch nicht bekannt. Auf jeden Fall soll die Verbindung von Marktbrücke und Hydrodamm soll wohl überflutet sein, so ein Stück weit hier. Und die Leviathane sollen wohl hauptsächlich dafür verantwortlich sein. Was noch nicht bekannt ist, ob die Leviathane sich quer über der Map bewegen, ob die dauerhaft sich bewegen und ihren Standort ändern. Was ich auf jeden Fall schon gehört habe, dass einer der Leviathane hier sich in den Sümpfen breit machen soll. Es kann auch sein, das Gerücht ging auch schon rum, dass man von den Leviathanen, obwohl sie friedfertig sind, eliminiert werden kann, wenn man vielleicht denen zu nahe kommt und man vielleicht platt getreten wird. Das ist soweit das, was man weiß, was sich ändern soll. Ich bin echt mal auf die Zerstörung der Karte gespannt und inwieweit man vielleicht mit den Leviathanen sogar interagieren kann. Das soll es an Infos, wie gesagt, gewesen sein. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen dem Video da lasst und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Von mir bekommt ihr regelmäßig neue Informationsvideos und Livestreams. Das war es soweit von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, wer den Skin für die Spitfire mega feiert, so wie ich, der hat nur noch heute Zeit, sich den zuzulegen. Also greift zu, wenn ihr Bock habt. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.